Heute ist der 3. April 2020 und ich mache mal wieder ein Microadventure und nehme euch dabei auch wieder mit. Ich wollte mal ein bisschen durchgehen, was braucht man bei so einem Microadventure, woran muss man denken, und gehe so ein bisschen die drei Phasen von einem Microadventure durch. Das sind einmal die Vorbereitungsphase, dann eben die Suche nach einem geeigneten Ort für die Übernachtung und eben die Übernachtung selbst. Ja, was braucht man überhaupt so? Hängematte, Schlafsack, Essen, Trinken, Buff, Mütze, Klopapier, Stirnlampe, ein Buch, Kartenspiel, Wanderschuhe, Biwaksack, Fließdecke, Skiunterwäsche, dicke Socken, Handschuhe und ein Rucksack. Ja, wenn der Rucksack gepackt ist, kommen wir auch schon zur Phase 2. Wir suchen uns einen geeigneten Ort, wo wir die Hängematte ausspannen können, wo wir in Ruhe die Nacht verbringen können. Ich glaube, ich habe hier einen ganz guten Spot gefunden. Jetzt fangen wir an, die Hängematte aufzuhängen und unser kleines Lager hier einzurichten. Gute Nacht. So, das war's mit meinem kleinen Microadventure. Ich gehe jetzt wieder nach Hause und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!